Peter Thiele von der Bild nochmal zur WHO und zur Kritik, die der US-Präsident geübt hat. Er hat ja unter anderem kritisiert, dass die WHO zum Anfang der Pandemie, oder als es noch keine Pandemie war, als es noch die Epidemie war in China, keine eigenen Teams losgeschickt hat. Und in der Kritik steht die WHO auch wegen ihres Umgangs mit Taiwan. Frage, teilt die Bundesregierung die Kritik am Umgang mit Taiwan? Und wie beurteilt die Bundesregierung vor diesem Hintergrund die heute angekommene Maskenlieferung aus Taiwan für die Bundesrepublik Deutschland? Und Frage ans AA, stimmt die Meldung, dass es Druck von Seiten Chinas gab, die Lieferung und die Entgegennahme dieser Solidaritätslieferung aus Taiwan nicht zu groß zu feiern? Also dazu ist mir nichts bekannt. Also so wie auch Deutschland im Rahmen seiner Möglichkeiten versucht, anderen Ländern bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zu helfen, so sind wir dankbar für Hilfe, die uns aus anderen Ländern erreicht. Zu der konkreten Frage kann ich hier auch nichts sagen. Aber zur Kritik des US-Präsidenten an der WHO, dass sie nicht selbst nach China gegangen ist frühzeitig und dass die Rolle Taiwans, dass die WHO mit Taiwan auf Druck von China nicht offen umgegangen ist und Taiwan quasi weggedrückt hat. Dazu können Sie ja was sagen. Also wir schätzen die Arbeit der WHO sehr. Das hat Herr Seibert auch gerade schon ausgeführt. Grundsätzlich ist natürlich Transparenz und ein klares Vorgehen für uns sehr wichtig. Und die WHO selber wird zum Beispiel ja auch bewerten, wie Informationspflichten einzelner Länder eingehalten wurden. Das ist aber eine Sache, die die WHO selbst vornimmt. Wir schätzen die Arbeit der WHO auch in dieser Krise. Aber das Wort Taiwan ist jetzt keinem von Ihnen beiden irgendwie mal über die Lippen gekommen. Ich glaube, wir haben unsere Haltung zur WHO ausgedrückt. Herr Rinke? Direkt da anschließend, Frau Adebar, vielleicht können Sie uns sagen, unterstützt die Bundesregierung die Aufnahme Taiwans in die WHO? Das gibt ja seit langem einen Antrag, das ist bisher nicht möglich gewesen. Nun ist Taiwan gilt als eines der Vorbilder bei der Bekämpfung der Corona-Epidemie. Wäre es da sinnvoll Ihrer Meinung nach, dass Taiwan Mitglied der WHO wäre? Wenn ich dazu was nachreichen kann, dann reiche ich Ihnen das gern noch nach. Unsere grundsätzliche Haltung zu Taiwan hat sich nicht geändert. Sind dazu noch Fragen zur WHO? Die sehe ich nicht. Dann ist ein nächstes Stichwort das Thema Rückholaktion.